Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Ein besonderes Video, weil es um die erste Uhr überhaupt geht, die mein Logo trägt, zumindest mitträgt. Ich habe keine Ahnung, ob das rechtlich gesehen Werbung ist, auch wenn ich nichts dafür bekomme. Denn das, was ich dafür bekommen hätte, habe ich ja reinvestiert, um die Uhr für euch aufzuwerten. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Deswegen blende ich hier Werbung ein, weil ich natürlich ein Produkt bewerbe, auch wenn ich nichts dafür bekomme. Zum ersten Mal in einem Video steht bei mir Werbung. Ihr wisst jetzt, warum. Es ist soweit. Die Circular Pro Trail Sand Watch Maxe Edition ist verfügbar. 13 Stück gibt es davon. Bitte seht mir nach, dass nur 12 in den freien Verkauf gehen, weil ein Stück habe ich mir reserviert. Ich wollte unbedingt eine haben, deswegen gehen 12 Stück in den freien Verkauf. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was die Uhr ausmacht. Es ist die Pro Trail Sand, wie ihr sie von Circular kennt. Allerdings auf dem inneren Kreis, auf der 6 Uhr Position, ist das Watchmaxe Logo, das weiße W in den zwei blauen nicht konzentrischen Kreisen. Das Ganze wird den Standardpreis kosten. Ich muss immer mal ein kleines bisschen rüberschauen, wenn ich hier wirklich nichts Unanständiges erzähle. Den Standardpreis kosten von 899 Euro. Allerdings ist das Werk nicht das Elaboré-Werk, sondern es ist das Top-Werk, das heißt das Werk, was sich theoretisch auch Chronometer zertifizieren ließe. Das Werk ist nicht Chronometer zertifiziert, erfüllt aber theoretisch die Chronometer-Norm. Es ist also ein deutlich aufgewertetes Werk. Bei dem Werk ist die Geisterposition, die Ghost-Position entfernt, sodass es nicht den Stopp der Krone gibt, wo üblicherweise die Datumsfunktion liegt, denn die Uhr hat ja keine Datumsfunktion, wie ihr wisst. Das Gehäuse ist gehärtet, so wie bei allen Pro Trails. Die Uhr hat einen Weicheisenkäfig zum höheren Magnetfeldschutz und die Uhr bekommt zusätzlich zu dem besseren Werk auch noch ein Band, was Circular jetzt gerade neu auflegt und neu einführt. Es ist ein etwas hochwertigeres Band, was in Deutschland handgefertigt wird. Im Circular Shop wird dieses Band zukünftig 20 Euro mehr kosten als die aktuellen Standardbänder. Bei der Watchmaxe Edition ist auch dieses Band in dem Preis von 899 Euro mit enthalten. Das ist also das Paket, was ihr bekommt mit der Watchmaxe Edition der Circular Pro Trail Sand. Wie könnt ihr aber bestellen? Jetzt wird es ziemlich interessant. Circular hat nicht eine spezielle Webseite und einen speziellen Bestellprozess dafür aufgesetzt, sondern ihr bestellt die ganz normale Circular Pro Trail Sand, aber bei der Abrechnung gebt ihr einen Gutscheincode ein und der Code wird sein WM für Watchmaxe und dann 01 bis 12. WM 01, WM 02, WM 03, 04 bis WM 12. Und das, was ihr eingebt, ist dann die von euch gewünschte Limitierungsnummer. Sollte die Nummer schon vergeben sein, wird der Code als ungültig markiert und ihr könnt damit nicht bestellen und müsst einen anderen Code probieren. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass ihr eure gewünschte Reservierungsnummer bekommt und ihr seht auch sofort, ob es mit dieser gewünschten Reservierungsnummer und dieser gewünschten Limitierungsnummer geklappt hat. Wenn keiner der Codes mehr funktioniert, dann sind alle 12 im freien Handel bzw. in der Gesamtsumme alle 13 weg. Nochmal, das Paket ist aufgewertet im Vergleich zum Standard, weil
Cornelius und ich da ein Arrangement getroffen haben, dass ich für diese Aktion nichts bekomme und auch meine Uhr komplett selber bezahle. Dafür wird eure Uhren und meine natürlich auch, wird das Gesamtpaket aufgewertet. Bestellung über die normale Zirkula-Webseite, die normale Zirkula-Sand bestellen, aber als Code eingeben WM für Watchmaxe und dann gemäß der von euch gewünschten Limitierungsnummer WM01 bis 12. Wenn kein Code mehr funktioniert, sind alle Uhren weg. Wenn der Code funktioniert hat, ist diese Nummer auch für euch gesichert. Ich bin super gespannt, ob alle Uhren weggehen. Ich bin super gespannt, wenn alle weggehen, wie lange es dauert. Und ich bin noch mehr gespannt, was ihr mir jetzt in die Kommentare schreibt. In diesem Sinne, bleibt gesund, macht mich glücklich, erfreut euch an den Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.